Hallo. Nach der allgemeinen Diskussion, wie ein DHT aussehen sollte und was die Trade-offs sind, möchte ich jetzt in diesem Video mit Ihnen ein spezifisches DHT anschauen, das tatsächlich diesen Trade-off zwischen Speicher und Forwarding Overhead in vernünftiger Weise löst. Und das ist Cord. Die Frage ist zur Erinnerung: Wir haben bis jetzt in unserem Strawman eine Forwarding-Tabelle der Größe 1. Wir kennen genau einen Nachbarn. Und damit brauchen wir für das Erreichen unseres Ziels im Mittel O von n, n ist die Anzahl unserer Knoten, O von n Forwarding-Schritte. Frage: Um wie viel größer muss ich die Forwarding-Tabelle machen und was ist der Gewinn, den ich dadurch erhalte in Anzahl an Forwarding-Schritten? Was ist denn der Grund, warum dieser Strawman-Prozess so langsam ist? Wenn Sie sich wieder den Kreis vorstellen, dann müssen wir ja, um auf die andere Seite zu kommen, n halbe Knoten, im Mittel n halbe Knoten weiter hopsen, um einmal auf die andere Seite zu kommen. Das ist viel. Wie wäre es denn, wenn ich große Hopser machen könnte, nicht nur immer zu meinen Nachbarn Knoten hopsen könnte, sondern einen großen Hopser machen könnte? Also wir brauchen große Fortschritte auf die andere Seite unseres Rings. Geht das? Wie würde das gehen? Das würde so aussehen. Wenn Sie sich hier Knoten 1 anschauen, dann wäre meine Idee, gut, ich merke mir auch meinen unmittelbaren Nachfolger, um im Zweifelsfall, wenn es irgendwie nicht funktioniert, darauf zurückfallen zu können. Aber ich merke mir auch einen Knoten auf der anderen Seite des Rings. Und vielleicht merke ich mir noch einen Knoten, der ein Viertel des Ringumfangs entfernt ist. Und das macht der Knoten 14 hier unten auch. Der versucht auf die andere Seite zu kommen. Naja, da gibt es jetzt nicht unmittelbar einen Knoten. Das heißt, er muss vielleicht hier ein bisschen da nach drüben. Und beim Viertel weiter landet er vielleicht hier. Also so exakt genau wird es nicht funktionieren. Aber das ist die Grundidee. Da möchte ich hin. Ich möchte von meiner GUID auf die andere Seite, auf ein Viertel des Kreises, vielleicht noch zu einem Achtel oder ähnlich. Und das ist die Idee bei Cord. Cord benutzt genau solche zusätzlichen Informationen in der Forwarding-Routing-Tabelle, Overlay-Forwarding-Routing-Tabelle. Die werden Finger genannt. Und die Art und Weise, wie diese Finger ausgewählt werden, andere Seite des Rings, das ist die wesentliche Idee, das ist das wesentliche Konzept, warum Cord funktioniert. Also, schreiben wir das mal auf. Das schreiben wir folgendermaßen auf. Angenommen, meine GUIDs sind m-Bits lang. Und wir gucken uns einen Knoten an, dessen GUID n ist. Okay, dann definiere ich mir i mögliche Fingereinträge. Und das mache ich, indem ich auf meine GUID n den Wert 2 hoch i minus 1 aufaddiere und das Ganze natürlich modulo 2 hoch m nehme, damit ich auf meinem Ring bleibe. Naja, und i läuft jetzt von 1 bis m. Um einmal hier außenrum zu kommen bis, genau, 2 bis m, dann haben wir 2 hoch m minus 1, also auf die andere Seite zu kommen. Okay? So, eigentlich ganz einfach, oder? Ein Viertel auf die andere Seite, i ist m minus 1, auf ein Viertel, auf ein Achtel, auf ein Sechzehntel. Und wenn m groß ist, dann werden wir damit signifikant große Fortschritte machen. Und zusätzlich merke ich mir noch meinen unmittelbaren Nachbarn. Das ist in dieser Notation jetzt nicht unbedingt gut abzubilden, aber ich merke mir meinen genauen Nachbarn noch zusätzlich. Meinen direkten Nachfolger merke ich mir ebenfalls noch in meiner Routing-Tabelle. Ja, was haben wir davon? Was bringt das? Die Eigenschaft ist, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit im Suchprozess für einen zufälligen Knoten nicht mehr als log n viele Knoten fragen müssen, wenn ich auf diese andere Seite wechseln kann oder zu einem Viertel und so weiter und so weiter. Okay, also hier steht eigentlich ein O von log n, es können auch weniger sein, ist klar, Sie können Glück haben und direkte Nachbarn oder sonst etwas finden, aber nicht mehr. Warum? Wie würde man das beweisen? Naja, die Beweisidee ist relativ simpel. Die Beweisidee ist, Sie schauen sich die Distanz an, die Sie von dem Knoten, bei dem Sie gerade sind, zu dem Ziel haben. Und jetzt überlegen Sie sich, was passiert. Jetzt überlegen Sie sich, was mit dieser Distanz passiert, wenn Sie einen solchen Forwarding-Schritt machen.
Und dann können Sie sich anschauen, dass Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Distanz halbieren. Und wenn Sie in jedem Schritt die Distanz halbieren, naja, dann brauchen Sie logarithmisch viele Schritte, um auf Distanz 0 zu kommen. Distanz 1 oder Distanz 0 zu kommen. Distanz 1 wäre Ihr direkter Nachbar, Distanz 0, Sie sind schon beim Zielknoten, der das weiß. Und dann sind Sie bei logarithmischem Suchaufwand. Okay, was ist jetzt der Trade-off? Ich habe logarithmischen Suchaufwand, logarithmische Anzahl Hopser mit hoher Wahrscheinlichkeit, nicht mehr als logarithmisch viele Anzahl Hopser. Und was ist mein Platzaufwand? Naja, wenn ich 2 hoch m viele GUIDs haben kann, dann habe ich bestimmt nicht mehr Knoten als 2 hoch m. Und ich habe dann, ne, 2 hoch m ist auf jeden Fall größer als n. Das heißt, ich habe für jede Bitposition in meiner GUID-Adresse muss ich eine Zeile in meine Routing-Tabelle hinzufügen. Und das ist im Wesentlichen logarithmisch wieder in der Anzahl der Knoten, wenn ich viele Knoten habe. Bei ganz wenigen Knoten stimmt das nicht. Aber wir wollen unseren GUID natürlich auch sinnvoll auslasten. Okay, das ist doch fair, oder? Wir sind von konstanter Größe und linearer Suche gewechselt zu logarithmischer Größe der Tabelle und logarithmischem Suchaufwand. Und ich glaube, das ist okay. Das ist durchaus eine Verbesserung. Und die anderen werden sich im Wesentlichen ähnlich benehmen. Im Wesentlichen werden alle DHTs diesen Trade-off in dieser Form widerspiegeln. Die spannende Frage ist jetzt noch, wie fülle ich eigentlich diese Routing-Tabelle? Was passiert, wenn ein Knoten beitritt? Also, die grundsätzliche Idee ist erstmal, ein Knoten soll hinzugefügt werden. Ähnlich wie wir das bei Memcached hatten, wählen wir jetzt erstmal eine zufällige GUID für diesen Knoten. Wo tue ich den jetzt hin? Also dann damit muss er ja auf die entsprechende Stelle. Ich hätte jetzt ja gerne, ich versuche Ihnen das mal aufzuzeichnen. Wir haben also das Ziel, einem Chordring einen Knoten hinzuzufügen. Der Ring sieht ja so aus. Und ich habe hier irgendwo Knoten. Keine Ahnung, wie die aussehen. So, und ich habe einen neuen Knoten, den ich hier einfügen möchte. Okay, der weiß noch gar nichts. Der kennt noch gar nichts. Der hat hier seine GUID New sich ausgedacht und ausgewürfelt und zufällig gewählt. Was müsste der also wissen? Benötigtes Wissen wäre doch, wenn ich mit dem Einfügen fertig bin, sollte dieser neue Knoten, der dann hier ist, seinen Nachfolger kennen und er sollte Knoten auf der anderen Seite und im Viertel kennen. Die anderen Pfeile zeichne ich Ihnen jetzt nicht ein. Wer weiß das denn? Wer weiß diese entsprechende Information? Wer weiß das hier und wer weiß diese Punkte? Naja, diesen Nachfolger hier, den finden Sie ja, indem Sie den Knoten fragen, der für diese Stelle zuständig ist. Das ist der Vorgänger dieses neu hinzugefügten Knoten, denn der kennt seinen Nachfolger. Also den Nachfolger des neuen, ich sag mal, gib den mal Namen, den Nachfolger von neu, das ist ja B, den kennt Knoten A. Das heißt, Sie müssen Knoten A finden. Wie finden Sie Knoten A? A finden Sie, indem Sie irgendeinen Knoten, sagen wir mal, den hier kennen wir, das ist Z, neu kennt irgendwie unseren Knoten Z, finde A, suche GUID neu. Dann werden wir hier durch diese Suche, zum Beispiel von Z aus, werden wir irgendwann bei A landen, ergibt A und A kennt B. Damit habe ich was erzielt, damit weiß unser Nachfolger, der neue Knoten, kennt jetzt seinen späteren Nachfolger, nämlich Knoten B. Also neu kennt A und damit B, B als Nachfolger. Denn A kennt ja B, es ist ja sein Vorgänger.
Naja, und mit der Idee machen wir jetzt weiter, nicht? Sie müssen A finden, damit kennen Sie B. Und damit machen Sie weiter. Suche via B, mit dem können Sie jetzt ja reden. Müssen nicht mehr über Z reden, ist aber auch egal, Sie können es auch von Z aus machen. Suche Orte für Finger. Also dieses GUID plus 2 hoch i minus 1. Und dann routen Sie mit dem existierenden Chordring zu der entsprechenden Position und finden vielleicht als Position 3 das hier und finden diesen Knoten. Sagen wir mal, das ist Y und in Schritt 4 finden Sie das hier und finden den entsprechenden Vorgänger. Das ist vielleicht Knoten D. Okay? Und damit füllen Sie Ihre Fingertabelle auf. Das wäre so die Grundidee. Das können Sie jetzt vielleicht noch ein bisschen beschleunigen, wenn Ihnen Knoten B schon eine sozusagen präinitialisierte Fingertabelle rüberreicht, dann haben Sie schon eine grobe Idee und müssen das nicht ganz so kompliziert machen. Aber das ist Feintuning, das ist Details, das ist alles nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass Sie durch Routen, durch Senden einer Anfrage zu dem gewünschten Zielort Ihres Fingers den entsprechenden Knoten in Charge of zuständig für diesen Punkt finden. Und den fügen Sie in Ihre Tabelle ein. Ganz einfach. Ja, das ist das, was hier auf der Folie steht. Können Sie das jetzt auch mit mehreren GUIDs machen? Was passiert, wenn Sie sich angenommenerweise hier 2, 3 oder 5 GUIDs auswürfeln? Na klar, können Sie das machen. Sie sind sozusagen als logischer Knoten mehrfach vorhanden, repräsentieren mehrere GUIDs und sind damit zuständig für verschiedene Teile des GUID Space. Und haben damit genau die Idee des Consistent Hashings nachgebildet. Was machen Sie noch? Richtig, Sie müssen noch eine Sache tun, das steht hier noch auf der Folie, hatte ich noch nicht erklärt. Sie können jetzt ja noch im letzten Schritt, können Sie jetzt ja noch Knoten A sagen, dass Sie die Kontrolle über diesen Abschnitt hier übernommen haben als neuer Knoten und dass er sich nur noch um diesen Bereich kümmern muss. Also A kümmert sich jetzt nur noch um diesen Bereich von A bis neu und der neue Knoten kümmert sich um diesen Bereich von neu bis B. Okay? Damit haben Sie A die Verantwortung abgenommen. Oder alternativ, wenn Sie Redundanz haben möchten, dann gibt A die Verantwortung eben nicht ab, sondern kümmert sich ebenfalls um diesen Bereich. Und dann können Sie Überlappung herstellen. Das ist das, was wir haben wollten. Wir wollten ja vielleicht noch für Redundanz überlappende Nummernbereiche haben. Und das integrieren Sie genauso in den Integrationsprozess eines neuen Knoten. Genauso könnten Sie dann sagen, okay, lieber Knoten B, ich, der neue Knoten, lieber Knoten B, ich übernehme noch zusätzlich, um dir zu helfen, Verantwortung für deinen entsprechenden Teilbereich. Und damit hätten sie vielleicht sogar eine zweifache oder eine dreifache Redundanz sogar schon hergestellt. Das wäre der typische Prozess hierbei. Okay, das ist eigentlich auch schon alles, was wir uns zu Chord überlegen müssen. Es ist ein sehr geradliniges, sehr schlankes System. Was man jetzt noch höchstens noch nachdenken könnte, wäre, was passiert, wenn ein Knoten ausfällt. Naja, dann brauchen Sie wieder einen Failure-Detektor, dann machen Sie ein Hardbeating. Wenn jetzt hier unser neuer Knoten vielleicht gleich wieder ausfällt, dann wird das der Vorgänger vielleicht irgendwann bemerken, wird dann mit seinem Nachnachfolger, dem Knoten B von gerade eben, reden und sagen, guck mal, der ist schon wieder weg. Lass uns den GUID Space unter uns wieder neu aufteilen. Ich übernehme wieder Verantwortung dafür. Und dann wird das funktionieren. Dann wird das gehen. Okay? Ja, das ist eigentlich schon alles, was man zu Chord sagen muss. Im nächsten Video schauen wir uns dann noch das vielleicht etwas spannendere Plexenrouting an, das etwas mehr Struktur in diesen Weiterleitungsprozess bringt. Erstmal danke fürs Zuhören.